drei Big Brother-Freunde, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt zu einer neuen Aufnahmesession. Und ja, ihr habt gewählt, liebe Leute, ihr habt euch entschieden, wer das Haus verlassen soll. Ich gehe mal direkt auf Play, es ist hier mitten in der Nacht, ne, 1.39 Uhr, ne. Der gute Emmet ist hier was am vor sich hin dudeln, ne, und ihr hört nichts, weil ich habe natürlich entsprechend den, die Musik ausgeknipst, und das habe ich gemacht, weil die gute Chrissy Reber jetzt ausziehen wird. Ja, die gute Chrissy, unser flohverseuchter Straßenkater, den hat es erwischt, getroffen quasi, ne? Und ja, so leid es mir tut, Chrissy. Ne? Ich danke nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön fürs Erstellen, und hast uns eine Menge Spaß gemacht, ne? Alte Partylöwin hier, ne? Und ja, wie hieß es in der Beschreibung, ne? Die kriegt jeden, und ja, hat auch echt eine Menge gerockt hier. Er hatte bei den Partys ganz gut abgedanced, beziehungsweise auch im UGs mit dem guten, wie soll ich sagen, Johnny Singer abgedanced. Und ja, wie gesagt, hast uns viel Spaß gemacht, und jetzt wird es aber mal Zeit, das Big Brother Haus zu verlassen. Ich gehe mal hier auf, wo haben wir es? Stadt bearbeiten, ne? Wir fahren fort, und wie letztes Mal schon angewähnt, kommen wir hoffentlich wieder. Wir gehen jetzt hier mal auf Big Brother House. Wir gehen dann mal auf Verbinden mit. So. Und dann gehen wir mal, wenn ich die Brücke gefunden habe. Wo ist sie denn? Die Brücke. Hallo, Brücke. Brücke. Da ist sie. Super. Dann gehen wir mal zu guten hier Granny Sullivan und zum guten Henning Dwayne. Na, und wuppdiwappdi bei den Dwaynes. Na, und dann nehmen wir uns jetzt die gute Chrissy Reber, und sie wird da jetzt einziehen. Chrissy, ich danke dir. Hast uns, wie gesagt, eine Menge Spaß gemacht, und ja, du bist jetzt erstmal da, wo du richtig auch pennen kannst und wo alles viel besser ist als im Big Brother Haus. Hast den Scheiß endlich hinter dich gebracht. Muss vielleicht jetzt ein paar Interviews geben und so, aber das sind die Big Brother Stars vermutlich gewohnt. So, gehe ich mal auf OK. So, jetzt rödelt er wieder ein bisschen. Das kennen wir, ne? Hier sind die ganzen Protagonisten nochmal alle, ne? So. Jetzt rödel, 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 rödel. Ja, mal gucken, wie lange das diesmal dauert. Letztes Mal war es ja, glaube ich, ein bisschen länger, ne? Ich kann es gar nicht genau sagen. Sehe ich hier was? Ne, ich sehe hier nichts. Und, ja. Gut, ja, nochmal vielen Dank an alle, die mitgevotet haben. Ja, jetzt wird es langsam richtig spannend. Es sind noch drei Leute übrig geblieben, ne? Und aus diesen drei Leutchen, aus diesen drei Sims, Big Brother Stars, ne, wird jetzt der Gewinner so langsam aber sicher herausgestellt. Ne? Wir gehen mal zurück zum Spiel, ne, und fahren fort und kommen, wie gesagt, denke ich mal, wieder. Und ja. Ist Chrissy jetzt weg? Hier ist der gute Johnny Singer, der steht jetzt erstmal so ganz verlassen hier im Hause. Na gut, ihr seht es, Chrissy ist weg, ne? Das ist eine gute Sache, beziehungsweise für Chrissy natürlich keine gute Sache, aber ne, für das Spiel, dass es jetzt hier erstmal weitergeht, ne, was macht Penelope? Die geht jetzt mal ein bisschen Pipi machen, sagt sie, der gute Emmet ist ja noch am Dudeln hier. Ja, der ist ja noch, genau, da kann ich mal ganz kurz in die Options gehen, Gation Options, ne, mache ich hier Musiker wieder an, ne, im Moment, da ist ja Lautstärke da, Musiker wieder an, und dann sollten wir den guten Emmet jetzt auch hören. Ja, da ist er neck am Abblusen hier, ne? Hat der letztes Mal, glaube ich, den zweiten Balken sich organisiert, ne? Und juppdi-dappdi, ne? Alter, bist du jetzt hier schon wieder am Rumbacken oder was? Ey, ich kann's nicht sagen. Hier ist es dunkel. Der macht doch Licht an. Ist doch genug Licht. Sembre? Ich will mal ganz kurz gucken, ob der backt. Johnny, geh mal kurz hier hin. Ja, er backt nicht. Na, das ist gut. Er freut sich einfach nur so, ne? Ist, happy, dass er noch irgendwie mit dabei ist, wahrscheinlich hier im Big Brother Haus, ne? So, die gute Chrissy, was hier, pardon, Penelope, ja. Jetzt sind es nur noch drei, ne? Wir haben Emmet noch hier, ne? Am Rocken ist wie nichts Gutes. Wir haben eine gute Mrs. Johnny Singer, die rumsteht wie nichts Gutes, ne? Jetzt knurrt er mich gerade an, Alter. Ich hab doch gar nichts gesagt, der ruhig, Brauner. Beruhig dich, alles gut, alles easy. Ja, hier einen schönen Pelz hat er, ne? Und die gute, ja, Penelope, die gerade ganz schön finster aussieht, ohne Texturen. Ja, Kind, guck nicht so verkniffen. Ja, geh Bett, das finde ich gut. Mr. Singer, was ist mit dir? Gehst du auch im Bett hier? Ja, geht auch im Bett, das finde ich gut. Da gehen sie endlich mal alle pennen. Ja, die Bettenfrage, die müsste ja jetzt an für sich geklärt sein, ne? Ja, der gute Emmet hier noch irgendwie seinen Harndrang und seine Hygiene total ignoriert, ne? Hier steht's auch schon, ne, tierisch am Stinken, ne? Nur in dieser Schmutzschicht, na, dann würde ich sagen, ne? Aber was für einen echten Musiker ist, da haben wir George. George, mein Freund. Na, Alter, alles gut, was geht jetzt hier? Neutral reagieren und ein bisschen essen will er auch.
Ja, Georgie Baby. Ich würde sagen, dass wir neutral reagieren. Spaß dir jetzt erstmal ein hier. Du bist ein bisschen am Hungern und, ne, genau, so ist richtig, alter Knabe. Jawoll. Er hat auch keine Flöhe, ne? Hat Salto, die hat, glaube ich, noch Flöhe, ne? Und ja, mir war auch gesagt worden, ich kann mit diesem Debug-Cheat kann ich die Flöhe wieder loswerden, aber ich weiß nicht. Also erstmal gucken wir, ne, wenn es nicht schlimmer wird. Sie hat noch 19 Stunden. Wenn wir Glück haben, ne, steckt sich keiner mehr an und die Scheiße ist von alleine weg. So, wäre die jetzt hier pennen, ne? Penelope, meine Süße. Ah, du pennst da unten, Johnny, mein Freund. Er pennt wahrscheinlich hier oben, genau, okay. Ja, und damit haben wir jetzt nur noch drei Big Brother Sims hier am Start, ne? Und, ja, bin ich ja mal gespannt, wie das so abgehen tut, ne? Wer das Ganze wohl gewinnt, ne? Also das ist, ich kann es überhaupt nicht sagen, ne? Also ich, ja. Oh ja, spielt aber so schön, ja, der gute Emmett. George, mein Freund, bist jetzt hier lecker was am Essen? Was, da war gerade was irgendwie mit... Jetzt wieder eine Runde Gem, dann haben wir noch eine Runde Gem und bla bla bla. Ja, George ist sich hier gut was im Schädel am Drücken, das finde ich gut. Der will immer noch Fernsehen. Kann der Hund eigentlich das Fernsehen anknipsen? Mal ganz kurz gucken hier. Ne, kann er nicht. Ja, kann zwar gucken, aber anmachen kann er es nicht, ne? Ja, so ist richtig. Hunger ist weg, ne? Und sozial, ja, das ist nicht gut. Das ist... Neutral reagieren. Okay, mal gucken, ob das auch Plus gibt. Ansonsten... Emmett, was... Ach, Emmett macht Pipi. Okay, ja, das sollte er auch mal ganz dringend machen, denn da ist es irgendwie, ne? Boah, es ist hier richtig leer im Big Brother Haus. Ich bin... Ja, es ist... Guckt euch diese riesen Hütte an. Und kaum noch einer drin. Mit 6 Sims sind wir gestartet und jetzt sind es noch 3, sprich die Hälfte ist weg. Ja, das ist... Ein Riesengelände hier, ne? Für nix und wieder nix und überhaupt und sowieso. Ja. Was, Emmett, hast du ein Problem oder was? Setzt dich ja nicht auf das total versüffte Scheißhaus. Guckt euch dieses Scheißhaus an, ne? Okay. Ah, da würde ich mich auch nicht mehr draufsetzen, Das, du hast ja das Schlimmste von allen genommen, Alter. Was jetzt schon wieder hier? Betrachten. Alter, du solltest mal duschen gehen, das ist besser als betrachten. Und kümmere dich mal ein bisschen um den... Pass mal auf, George, du wirst jetzt mal... Naja, dann ist jetzt mal hier... gebürstet werden. Genau, lass dich mal ein bisschen bürsten. Ja, genau. Ne, das ist eine gute Sache. Was? Ja, Emmett ist verrückt, ne? Und wahnsinnig, ne? Das merkt man halt. Dafür ist halt ein verrückter Wissenschaftler, ne? Back to the Future, ne? Spielt er ja auch ein ziemlich, wie soll ich sagen, ne? Nicht gerade den normalsten Typen auf der Welt, ne? Aber immerhin ein Typen, der den Fluxkompensator gebastelt hat, ne? Sag mal, du sollst hier den mal... Lass dich bürsten, Alter. Beschnüffeln, was wollt ihr denn da gerade machen? Beschnüffeln, genau, beschnüffeln mal den guten Emmett hier ein bisschen. Ja, und, ein bisschen betteln können wir auch. Bisschen, hast zwar gerade was gefressen, aber ne. Ich muss ja ein bisschen sozial jetzt hier mal ein bisschen auf die Kette kriegen. Der kann ja nicht leiden, wenn der hier so ne, am Vereinsamen ist, ne? Oh, da wächst jetzt schön. So, machen wir gleich weiter hier, ne? Emmett muss jetzt mal ein bisschen eine Runde beschnüffeln. Hier, Emmett, du kennst ja Hunde. Hier, Einstein, ist so, Alter, ne? Ist doch irgendwie genau deine Kragenweite. Ist denn der gute Johnny Singer schon wieder wach? Ne, der pennt noch. Den wollte George beschnüffeln, okay. Mhm. Was jetzt hier mit Emmett? Was machst du jetzt hier, Alter? Napf füllen, okay. Ja, ist eine gute Sache, kann man machen, ne? Muss man nicht, kann man, ne? Und hier sind die Partymaschinen noch voll am Abrocken hier, ne? Oh, Emmett. Emmett, du guckst aber ganz schön finster aus der Wäsche immer. Aber es ist gut, ne? Napfüllen ist immer eine coole Sache. So, danach lasse ich jetzt mal ein bisschen vom George beschnüffeln. Der braucht das gerade aktuell mal. Wobei du hier, glaube ich, in der Dusche viel dringender brauchst. Da kommt der angewetzt, der gute George, ne? Wuppdiwappdi, da rennt er in Riesenschritten, ne? Ja, ich finde den total süß, ey. So, genau. Nochmal eine Runde abschnüffeln hier. Und dann gucken wir nochmal. Gressel. Gressel, genau. Dann gucken wir nochmal hier. Will er jetzt ein bisschen bürsten? Ah, der ist am Stinken, das stimmt schon, ne? Aber komm. Wie, George, jetzt mal was fressen? Du hast doch gerade gefressen, wuff, Alter. Wuff, 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 Emmett, ja, coole Nummer. Was kommt denn jetzt?
Emmet geht kickern. Emmet ist der Erste, der an den Kicker geht. Emmet, dafür hast du ganz, ganz groß bei mir gewonnen, weil ihr wisst es ja, ich habe es schon mal erwähnt in dem einen oder anderen Sims 3 Let's Play, ich kicker total gerne. Ich bin zwar voll die Lusche, aber es macht Spaß. Ist irgendwie alles, was ich mache, ne, ist nicht das Gelbe vorbei, ne? Aber mit Herz und Seele, ne? Genau wie beim Pokern und bei allem anderen auch, ne? George, holst du jetzt die Bürstung da, oder was? Na gut, dann gucken wir mal. Ist Mr. Singer, der pennt noch. Penelope pennt auch noch, ja. Dann müssen wir uns mit George und Emmett jetzt erstmal begnügen. Ne? Dann sind die am Pennen, ne? Oh, George ist aber ganz schön treu hier am Gucken dran, ne? Guckt euch das mal an. Oh, aber sozial wächst trotzdem, ne? Ja, jetzt bitte einmal bürsten hier, Dr. Brown, okay? So, kriegt jetzt eine Bürstung hier. Salto ist auch wieder drauf. Wie ist Salto jetzt sozial so drauf? Boah, die ist aber ganz okay drauf eigentlich. Was wir jetzt hier? Eigenartigen Sim untersuchen, das ist okay. Und jetzt kommen hier, wird gebürstet. Ich will sehen, dass der George gebürstet wird, hör mal. Du musst jetzt hier sozial mal ein bisschen haben. Was wächst? Ja, super. Genau, können wir nicht haben. Das ist ja gute George hier, unser Big Brother Maskottchen hier irgendwie, ne? Mr. George Orwell hier total am Vereinsamen ist. Das kann ich nicht haben. Nee, liebe Leute, das geht nicht. Das kann ich nicht bringen, ne? Ist noch am Pennen, ist noch am Pennen. Gut. George, mein Süßer, und jetzt? Emmett, mein Junge. Wie wär's denn mal mit einer kleinen Duschung, so, ne? Hä? Alter? Du hast auf jeden Fall gekickert, finde ich gut. Finde ich total gut hier. Bravo. Okay, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. War vielleicht so, dass die Information geduschen, Alter. Ne? Das macht er jetzt auch, das finde ich gut. Salto Mortale, meine Süße, du bist jetzt hier ein bisschen was am Gucken dran. Ne? Ja, da kommt sie, ne, mit ihrem Flogo-Hopsi hier. Ne? 14 Stunden musst du noch, ne? Und kriegst du hin. Ne? Süße, kriegst das hin. Ja, guckt sie da hoch, ne? Aber so hoch, ne? Brau. Genau. So, hier, was ist mit der George? Ah, oh, der kaut sich einen ab. So ist richtig. Ja, da bist du doch wieder voll im grünen Bereich gleich. Das ist doch eine gute Sache. Ey. Während Emmett hier locker was vor sich hin duscht, ne? Dumm, die dumm, dumm, dumm. Aber wieso hat die Ohren so komisch? Wahrscheinlich wegen der Flöhe, ne? Sind Flöhe gekrümmte Ohren? Ja, ist ein Werwolf, ne? Ja, kann passieren. So. Okay, der ist aber gleich auch wieder wach. Emmett ist hier noch am Duschen. Penelope, wie sieht's bei dir aus? Energietechnisch auch wieder bald wach. Super, das, ne? George, mein Freund, ne? Ein bisschen noch abquietschen. Aha. Jetzt geht er im Fenster gucken, genau, ne? Wenn er schon kein Fernsehen gucken kann, kannst du wenigstens im Fenster gucken, ne? Das ist doch eine gute Sache, da wetzt er, ne? Oh, Emmett, hast die Dusche kaputt gemacht, oder was? Oh, Emmett hat die Dusche kaputt gemacht. Wir wissen ja, von alleine machen die nichts, ne? Und deswegen würde ich sagen, Selbstgespräche führen. Handy. So, dann machen wir mal ganz kurz hier. Wollen wir Dienste? Suppdiwuppdi. Dienst anrufen. Kann die Kleine wieder kommen, ne? Mit ihren coolen, ne? Werkzeuggürteln, ne? Mit ihrer coolen Tooltasche, ne? Und dann gucken wir uns die nochmal ganz genau an, ne? So. Düten, düten, düt. Basorbo, Schubi Basorbo, genau. Unsere Dusche ist voll im Arsch, Alter. So, Handworker, wir ticken den Handworker und der Handworker kommt gleich. Das ist gute Sache. Very gute Sache. Oh, der gute Johnny Singer ist von seinem Hunger aufgewacht. Macht sich was, macht er was oder holt er sich was? Reste von Weintraubenpfannekuchen. Ah, kann man auch. Die Gelee-Sandwiches, ne, sind da schön am vor sich hin qualmen dran, ne? Das sieht auch sehr bunt hier aus, alles, ne? Jungs, ihr müsst mal sauber machen. Das ist hier. Wie essen wir denn heute, Mr. Singer? Essen wir menschlich? Essen wir auf Werwölfisch oder wie haben wir es gedacht? Ja. Mhm. Oh, wir essen auf dem Boden. Geht erst Pipi machen. Okay. Nur George, ne? Ist doch eigentlich ein gutes Zeichen. Kannst du dir die Pfannkuchen in den Schädel drücken? Oh, irgendeiner spielt da. Ist das Emmett hier, was am Computer ist? Ne? Ja, super. Was will er jetzt hier? Musikkarriere. Die haben ein bisschen Klavier gespielt, wollen sofort eine musikalische Karriere. Das sind Sims, ne? So, Salto, meine Süße, was machst du? Spielen. Ich würde gerne dann das Wasser einlassen, aber das lässt du ja nicht mit dir machen, Süße. Hm. Er rennt auf jeden Fall in riesen Schritten und geht jetzt ein bisschen hier in eine Wanne, was am Spielen, ne? Brupdiwupdi, so. Ne? Könnte ich jetzt hier aufdrehen? Ja, kann ich nicht. Bro, genau. Und dann die Flöhe hopsen jetzt in die Wanne, ne?
Aber, ne, ist irgendwie scheiße, ne, mit Katzenspielzeug spielen, okay. Aber die ist eigentlich von allen nur mit am besten drauf, ne. Mr. Singer, ne, was ist jetzt hier? Happy Debbie, ja, wo kommt denn der Georgia gerade raus? Aus der Spalte. Hier, ja, Singer, komm, du hast ja doch schon ein paar, irgendwie, ne, ein paar Pfannkuchen gemacht, beziehungsweise klar gemacht, denn, ne, lass sie jetzt nicht auf dem Boden stehen, sondern tu sie dir in den Kopf. Naja, holt sich ein paar neue, ne? Das sind ja Sitte, die ja, der Mr. Singer, so, ne? Ich meine, der Gang ist cool. Hat was, ne? Ein Django, ne? Ein Django geht jetzt hier, ne? Schwer, ne? Zum Kühlschrank und lässt da jetzt schöne Dinge auf dem Boden stehen. Ja, mal gucken, wie das am Stinken fängt, ne? Ich denke mal, Penelope, ne? Ist ja so ein bisschen unsere Hausfrau hier, ne? Die wird das mit Sicherheit wieder wegbollern, ne? So. Okay, so. Emmett, mein Freund, was geht mit dir? Penelope pennt noch. Okay, ja, ja, kann man machen, ne? So, was jetzt hier, ne? Kriegst du es jetzt hin, ne? Und jetzt wieder die gleiche Frage. Menschlich oder werwölfisch? Ich würde mal auf werwölfisch tippen, ne? Weil solange der den Pelz am Balk hat, ne, da macht er doch bestimmt den Werwolf für uns. Komm, Alter, gib uns den Werwolf! Werwolf! Alter! Ja, Wette gewonnen. Ja, guckt sogar die Katze, ne? Es ist unglaublich. Also, ne, ne, das ist. Ah, Penelope, ne? Steht wieder auf und hat auch ein bisschen Hunger. Was will sie jetzt hier, ne? Kochkanal einschalten, Kind kannst du gerne machen, ne? So. Ah, Süße, was kommt jetzt hier? Ich hab nichts. Ich weiß nicht. Penelope, ich weiß nicht. Was, wirklich nicht. Jetzt geht's ein bisschen hier den Gartenzwerg verprügeln. Darwins Rache. Oh, endlich gehen die Leute mal hier so ein bisschen an die, ne? Mussten sich wahrscheinlich erst außerhalb ein bisschen Inspiration holen. Und jetzt geht's aber hier endlich mal ans Arcade-Gerät. Das finde ich gut. Jetzt steht sie zwar gerade mittendrin und, ja, wie ich schon mal sagte, ne, sehr amtliche Texturen hier, ne? Guckt euch das an. Das ist der Sim in der Maschine, ne? The Machine is the Sim. The Sim is the Machine. Liebe Leute, ich sage jetzt erstmal ganz, ganz herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und ja, nochmal, ne? Tschüss an Chrissy Reber, ne? Und ja, mal gucken, wie das hier weitergeht, ne? Und wer das ganze Ding hier überlebt, ne? Das Emmett da hinten am Stehen ist, ne? Und ja. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Freunde, haltet euch wacker. Ciao, ciao, euer Spielkette 45.